Kapitel 7 Die Geisteshaltung Die vor einiger Zeit durch die Herren Merle Lawrence in Princeton und Adelbert Ames in Dartmouth durchgeführten Experimente belegen, dass wir nicht so sehr das sehen, worauf sich unsere Augen richten, sondern dass das Gesehene von unseren Annahmen abhängt. Da das, was wir für die reale physische Welt halten, in Wirklichkeit nur eine angenommene Welt ist, überrascht es nicht, dass solche Experimente den Beweis erbringen, dass das scheinbar feststoffliche in Wirklichkeit nur das Ergebnis von Erwartungen oder Annahmen ist. Ihre Annahmen entscheiden nicht nur darüber, was Sie sehen, sondern auch darüber, was Sie tun, denn sie regulieren ihre gesamten bewussten und unbewussten Bewegungen auf die Verwirklichung dieser Annahmen hin. Diese Wahrheit wurde vor über 100 Jahren bereits von Ralph Waldo Emerson erkannt. Die Annahme des erfüllten Wunsches ist die Flut, die sie von der Schwelle der Sinne wegschwemmt, an der sie so lange gestrandet lagen. Die Annahme wird zur selbsterfüllenden Prophezeiung. Als William Blake schrieb, was zu sein scheint, ist nur für jene, für die es zu sein scheint, wiederholte er nur eine ewige Wahrheit. Ich bin gewiss, dass an sich nichts unrein ist. Unrein ist es nur für den, der es als unrein betrachtet. Römer 14,4 Ihre Beziehung zu anderen Personen beeinflusst ihre Annahme bezüglich dieser Personen und lässt sie bei diesen Menschen das sehen, was sie zu sehen glauben. Sobald sie ihre Meinung über diese Personen ändern, ist das, was sie bisher geglaubt haben, nicht mehr absolut wahr. Sondern nur noch relativ wahr. Nachstände eine wahre Begebenheit, welche die Wirkungsweise des Gesetzes der Annahme veranschaulicht. Eines Tages berichtete mir eine Modedesignerin von ihren Schwierigkeiten als Auftragnehmerin eines bekannten Theaterproduzenten. Sie war überzeugt, dass er sie zu Unrecht kritisierte und ihre besten Entwürfe ablehnte und dass er oftmals absichtlich unhöflich und ungerecht zu ihr war. Wenn sie den anderen für unhöflich und ungerecht halte, erklärte ich ihr, dann sei dies ein untrügerisches Zeichen dafür, dass sie selbst, und nicht der Theaterproduzent, eine Neue Einstellung benötige. Ich schilderte ihr, dass man die Macht des Gesetzes der Annahme und seiner praktischen Anwendung nur durch Erfahrung kennenlernen könne, und dass sie davon ausgehen müsse, also annehmen müsse, dass die Situation bereits so sei, wie sie sie sich wünschte. Nur auf diese Weise könne sie sich selbst beweisen, dass sie die gewünschte Veränderung herbeibringen könne. Ihr Arbeitgeber spiegelte ihr lediglich durch sein Verhalten, wie ihr eigenes Bild von ihm aussah. Ich äußerte die Vermutung, dass es sehr wahrscheinlich sei, dass sie innerliche Streitgespräche mit ihm führte, die voller Kritik und Vorwürfe waren. Davon war mit Sicherheit auszugehen, da andere Menschen nur das Echo dessen zurücksenden, was wir ihnen insgeheim zuflüstern. Ich fragte sie danach und bat sie darum, mir zu erzählen, welche Art ihre inneren Gespräche mit ihrem Auftraggeber waren. Sie räumte ein, dass sie ihm jeden Morgen auf dem Weg zum Theater in Gedanken Dinge vorwarf, die sie ihm niemals ins Gesicht hätte sagen können. Die Intensität und Eindringlichkeit dieser inneren Zankereien Bewirkten automatisch ihr äußeres Verhalten. Es wurde ja langsam bewusst, dass jeder Mensch innere Gespräche führt und dass diese Gespräche in den meisten Fällen leider streitsüchtiger Art sind. Dazu brauchen wir nur Passanten auf der Straße zu beobachten. Viele sind tief in ihre inneren Gespräche versunken und nur wenige scheinen glückliche Gespräche zu führen. Die Intensität ihrer Gefühle bringt ihnen dann alsbald eine unliebsame Erfahrung, welche sie selbst heraufbeschworen haben und der sie nun nicht mehr ausweichen können. Als sie diese Zusammenhänge bewusst wurden, erklärte sie sich bereit, ihre Einstellung zu ändern und in der Annahme zu leben, dass ihre Arbeit sehr zufriedenstellend sei und dass sich auch ihre Beziehungen zum Produzenten sehr angenehm entwickelt habe. Sie erklärte sich damit einverstanden, sich jeden Abend vor dem Einschlafen, auf dem Weg zur Arbeit und auch zwischendurch tagsüber vorzustellen, dass er ihr zu ihren hervorragenden Entwürfen gratuliert habe und dass sie sich ihrerseits bei ihm für seine Aufmerksamkeit und sein Lob bedankt habe. Zu ihrer großen Freude entdeckte sie bald, dass ihre eigene Einstellung der Grund für die vormals üble Stimmung gewesen war. Das Verhalten ihres Arbeitgebers änderte sich auf wundersame Weise zum Besseren. Seine Haltung reflektierte nur ihr verändertes Bild von ihm. Auch bisher hatte sein Verhalten nur ihre Annahme wiedergespiegelt, doch bislang hatte sie es nicht gewusst. Um diese Veränderung herbeizuführen, bediente sie sich der Macht ihrer Vorstellungsgabe. Ihre aufrecht gehaltene Annahme beeinflusste sein Verhalten und bestimmte seine Haltung ihr gegenüber. Mit dem Pass des Wunsches auf den Flügeln der gesteuerten Vorstellung geiste sie in die Zukunft ihrer selbstbestimmten Erfahrung. Diese Geschichte zeigt uns, dass unser Leben nicht durch Fakten, sondern durch unsere Vorstellungsbilder gestaltet wird. So wie dieser Modeschöpferin über ihre gesteuerten Vorstellungsbilder bei ihrem Arbeitgeber die subtile Veränderung herbeibrachte, so können auch wir, Ebenfalls über die Steuerung und Lenkung unserer Vorstellungsbilder und Gefühle unsere Probleme lösen. Die Intensität ihrer Vorstellungsbilder und Gefühle ermöglichten es dieser Dame, die Geisteshaltung ihres Auftraggebers zu verzaubern und ihn zu einem Lob zu veranlassen, von dem er sicherlich annimmt, dass es von ihm selbst gekommen sei. Doch oftmals werden uns unsere originellsten und ausgeklügelsten Gedanken von anderen eingegeben.